Servus Freunde der Fotografie, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich fotografiere heute ein Auto mit ganz vielen verschiedenen Brennweiten. Ich glaube, ich probiere mal 11 Brennweiten aus, damit ihr und ich einen Einblick bekommt, wie verändert sich der Look des Autos, wie verändert sich der Hintergrund. Das ist die Challenge, das will ich heute ausprobieren und dann weiß ich auch fürs nächste Mal, auf welcher Brennweite will ich mein Auto eigentlich fotografieren. Die erste Aufnahme wird auf 14 mm stattfinden. Da nehme ich das Sony 14 mm zur Hand und dann arbeite ich mich vor bis auf 180 mm. Sei dabei, ich würde mich freuen. So Freunde, ich fange an auf 14 mm zu fotografieren. Ihr seht, wie nah ich hier eigentlich ran kann. 14 mm mal auf einer 900 Blende. Ich fokussiere hier die Lampen an und mache das erste Bild. Schöner Look. Jetzt bewege ich mich ein kleines Stückchen nach hinten und fotografiere auf 20 mm. Es regnet leicht, aber das ist für den Test jetzt hier unerheblich. Ihr seht, die Kamera neige ich ein bisschen nach unten beim Objektivtausch, dass der Sensor nicht nass wird. Okay, ich habe jetzt hier das 16-35 drauf und wähle jetzt als erstes mal die Brennweite 20 mm aus. Jetzt kann es sein, es ist sogar so, dass ich mich ein Stückchen nach hinten bewegen muss. So, und ich achte jetzt auch darauf, dass ich was Schwarzes anhabe, dass ich mich nicht allzu sehr hier im Lack spiegle. Ich habe jetzt auch mal meinen Kamerarucksack weg, weil im Lack spiegelt sich einfach alles. Da muss man echt aufpassen. Bei Sonneneinstrahlung ist es noch heftiger. Gut, 20 mm. Jetzt auf 24 mm. Nächste Brennweite 35 mm. Da muss ich jetzt ein gutes Stück zurückgehen. Noch ein Stück sogar. Wahnsinn. Gut. Sieht top aus. Sehr schön. Boom. Nächste Brennweite 55 mm. So. Und alles auf Blende 9. Da verändere ich nichts. Und zurück. Und ihr seht, ich stehe jetzt hier schon gute 5 Meter weg von dem Auto auf 55 mm. Also da braucht man auch den Platz dafür. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. 3, 2, 1. Bam! So, jetzt wird es interessant. Jetzt machen wir bei 70 mm weiter. Ich bin richtig gespannt, wie sich das Auto jetzt verändert und auch der Hintergrund gleichzeitig. Gut, jetzt mal schauen, wie weit ich zurück muss auf 70 mm. Ja, ein Stückchen, tatsächlich. Ich muss hier noch mal ein Stückchen weg. Jetzt bin ich bald 8 Meter oder sowas weg hier von dem Auto. 3, 2, 1. Boom. Nächste Brennweite, meine Lieblingsporträtbrennweite, ca. 100 mm. Gute 10 Meter vom Auto locker weg oder 11 Meter geschätzt, gefühlt. Ich sehe jetzt tatsächlich, wie schmal das Auto jetzt auch erscheint auf der Brennweite, auf 100 mm. Auf 14 mm war es so richtig bullig, mächtig und jetzt auf 100 wird es klein und ich hole mit auf 100 mm den Hintergrund, hinten die Berge viel, viel näher ran. Jetzt mal nächste Brennweite, 135 mm. Oh! Das ist ja der Wahnsinn. Hey. 135 mm.
So, jetzt gehen wir nochmal auf 150. Ja, die Schwierigkeit ist jetzt hier, die Perspektive ähnlich beizubehalten, um nicht diesen Schotter da drauf zu kriegen. Ist gar nicht so einfach. Ich muss noch ein Stück halt zurück. Gute 20 Meter bin ich jetzt weg. Aber für den Test ist das echt super. Auch auf einer 9er Blende. Boom. Und jetzt die allerletzte Brennweite sind 180 mm. Und da ist jetzt der Unterschied nicht mehr so riesengroß. Aber ich muss dennoch ein gutes Stück zurückgehen. Ja, doch. 2-3 Meter. Ja, Wahnsinn. So. Jetzt habe ich schon diesen unschönen Schotter im Vordergrund drauf, aber ihr seht, wie verdammt weit weg das Auto stehen muss, wenn man auf 180 mm fotografieren möchte. Aber das Auto verändert sich einfach. Es wird schlanker, es wird schmaler, es hat einen ganz, ganz anderen Look. Kann auch schön sein. Damit ihr mal den Unterschied seht, wenn ich den Standort nicht verändere, was passiert, wenn ich verschiedene Brennweiten anwende, zeige ich euch auch jetzt. Ich mache das erste Bild auf 180 mm. Das zweite auf 135. Das dritte auf 100. Jetzt bei 70. Jetzt gleich 55. Jetzt wechsle ich wieder auf das 16 bis 35 Objektiv. Bleib hier auf dem Punkt stehen. Jetzt wird es richtig krank. Jetzt gehen wir mal auf 24 mm. Jetzt sieht man schon fast gar nichts mehr von dem Auto. Zum Spaß nochmal auf 20 mm. Jetzt bin ich schon auf 16 mm. Gut. Jetzt nochmal auf 14 mm mit der extremen weitwinkligen Brennweite. Das schaut schon heftig aus. Da erkennt man das Auto gar nicht mehr. Gut, Freunde, jetzt habt ihr gesehen, was Brennweiten bei so einem Spot eigentlich bewirken. Wie sich der Hintergrund vor allem auch verändert und wie viel Platz man eigentlich zur Verfügung braucht, wenn man mit einer hohen oder langen Brennweite fotografieren möchte. Noch mal nah ran und mache noch ein paar Stylo-Shots, vielleicht tatsächlich mal auf 14 mm. Da habe ich jetzt Bock drauf, weil auf 14 mm ist das Auto einfach so richtig bullig und fett und da habe ich jetzt Bock drauf. Und wende jetzt hier die 2/3-1/3-Regel an. Ein Drittel Kofferraum, 2/3 Seite. Und wenn ich hier noch ein bisschen höher gehe, sehe ich tatsächlich auch noch was von der Kulisse hier. Boom, geil. Schnittig. Und man kann auch mal richtig nah rangehen. Das schadet hier nichts bei dem Auto. Das ist einfach cool. Das sind geile Details.
Und ich traue mich jetzt auch mal wirklich quer die ganze Nummer hier anzuschneiden. Einfach frech sein. Nicht alles komplett gerade ausrichten, das braucht's gar nicht. Boom. Das ist geil sowas. Also es sieht ja nicht nur aus wie ein Rennwagen, das Ding ist ein Rennwagen. Da muss man es auch entsprechend fotografieren. Jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Ich fotografiere jetzt mal nochmal auf 16 mm und schraube einen Polfilter auf das Objektiv. Das hat den Vorteil, dass die ganzen Spiegelungen vom Lack einfach verschwinden, wenn man am Polfilter dreht. Da könnt ihr nochmal einen Vergleich sehen. Und um mit dem Polfilter zu fotografieren, muss ich diese variable magnetische ND-Scheibe hier rausnehmen. Schraube jetzt nochmal das Gewinde drauf. Und dann kommt mein Polfilter hier zum Einsatz. Und dann kann ich den schön drehen, um die Spiegelungen aus dem Glas rauszuholen. So. Seht ihr das? Die Spiegelung vom Lack ist fast weg. Drehe ich wieder, ist sie da. Hier ist sie fast weg. Mit dem Polfilter kann man auch schön durch die Scheiben durchfotografieren, wenn jetzt zum Beispiel jemand im Auto sitzt. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wofür die verschiedenen Brennweiten gut sind, wie die den Hintergrund und das Auto verändern. Wenn euch das Video getaugt hat, gebt mir gerne ein Like für meine Arbeit. Und jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, euer Sigi, heute vom Hohen Peißenberg hier in der Ammersee-Gegend. Bye, bye.